Die Mods sind da. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Und zwar haben wir es heute zu tun mit 3 Updates, einer neuen Karte und 13 neuen Mods. Ich kann schon mal versprechen, dass mindestens 2 dieser Mods wahrscheinlich wirklich das Spiel komplett verändern werden, wie immer das Spiel spielen. Also wirklich ein Game Changer. Also 2 der Mods würden wahrscheinlich unter diese Kategorie gehen. Bevor wir jedoch starten, möchte ich wie immer mich ganz herzlich bedanken bei Hallo, ich heiße Max, Luca, WidiWidiWix, Johann und Ronny für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank für eure Abos. Das hilft natürlich enorm weiter, wenn der Kanal weiter so wächst. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und natürlich möchte ich mich wie immer nach einem Livestream ganz, ganz herzlich bedanken bei all denen, die super aktiv heute im Stream mitgemacht haben. Natürlich auch die, die sich eher zurückhalten und einfach mitgehört oder mitgeschaut haben. Wir haben heute eine richtig coole Runde gehabt. Wir haben viel gelacht. Wir haben auch sehr tiefgehende Gespräche gehabt. Also hervorragend. Ein richtig schöner, entspannter Donnerstagabend in der Vorbereitung aufs Wochenende hin. Wunderbar. So, wir legen los und zwar starten wir erstmal mit der neuen Karte. Das heißt, ich werde ganz, ganz kurz darauf eingehen, weil ich habe schon ein separates Video gemacht für diese Karte. Die Karte heißt French Plain, also die französische Ebene, La Plaine Française, kommt von Rust Farming und von Sviat Sharpego und von Nico Du 55. Mit einer Downloadgröße von 514,83 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Warum ist die Karte für PC und Mac? Ganz klar, es ist eine Vierfachkarte. Wie gesagt, ich gehe nicht im Detail darauf ein. Bitte oben rechts den Link klicken, um die entsprechende Kartenvorstellung zu sehen. Wie immer starten wir erstmal mit den Updates. Und zwar ist das erste Update für die deutschen Verkehrsschilder von NRX Eki. Downloadgröße 6,03 MB in der Version 1.0.0.1 und zwar für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Verkauf hinzugefügt, Release der Konsolenversion und Barken- und Schrankenzaun leuchten nur nachts. Ich habe auch in einem früheren Video schon mal Bezug genommen auf diese Verkehrsschilder. Es gibt eine riesengroße Anzahl an verschiedenen deutschen Verkehrsschildern, die ihr jeden Tag in eurem Leben seht. Also alles klar, kann man kaufen, im Shop hinbauen und natürlich dann auch jetzt neu wieder verkaufen. Wir kommen zum nächsten Update und zwar für das Schwerlastregal vom der Mintener. Downloadgröße 2,57 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Hier sagt der Changelog Schatten gefixt, Objekte warfen keinen Schatten und der Schnee wurde entfernt. Das dritte Update kommt für den Fiat Agri 180-90 von Pepe 978 und FSI Group. Downloadgröße 30,36 MB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und für alle Plattformen. Der Changelog sagt hier, Frontlader-Konfiguration gefixt. Der sollte jetzt also wie gewohnt funktionieren. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar ist das der John Deere CP770, kommt von Agrotono. Downloadgröße 16,33 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Vor ein paar Tagen kam der John Deere CS77 raus. Das wäre der mit dem klappbaren Schneidewerk vorne, also mit einer großen Arbeitsbreite. Dieser hier ist ein bisschen kleiner, kommt mit einer Leistung von 555 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Dieseltankfüllmenge von 1022 Litern. 61 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit 32 km/h, Ladevolumen für das Erntegut, hier Baumwolle 10.000 Liter, wiegt 28 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 6 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und presst Baumwollballen mit Durchmesser von 2 Meter und 38 cm. Der Preis in der Grundversion 783.000 Euro. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Vredestein, BKT und Trelleborg. Die Fenster können getönt werden und zwar haben wir hier Design 1, Design 2, 3 und 4. Das haben wir also 4 Stufen von der Helligkeit hier, je nachdem wie die getönt werden soll. Spiegelauswahl haben wir hier, glaube ich, 3 zur Auswahl. Einmal das Design 1, das Design 2 hier, in dem Falle hier, dann das Design 3.
und zurück zum Standarddesign. Farboptionen gibt es hier nicht, auch keine Option für ein Nummernschild, das ist so, wie der dann kommt. Kein Problem, viel Spaß damit und weiter geht's zur nächsten neuen Mod. Und zwar ist die nächste neue Mod der Deutz-Fahr Starliner 4045H und zwar im Paket von Vectorman. Downloadgröße 31,25 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit drei Teilen, natürlich zum einen den Drescher, das Schneiderwerk und natürlich den entsprechenden Hänger. Wir starten mit dem Drescher, der hat standardmäßige 160 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Dieseltankfüllmenge von 350 Liter, Maximalgeschwindigkeit 20 km/h. Die Tankfüllmenge für das Saatgut oder das Erntegut ist bei 5200 Litern, wiegt 8,3 Tonnen und kostet 50.000 Euro. Wir haben hier zur Auswahl bei den Reifen BKT, Continental, Michelin, Mittas, Wredestein und Trelleborg. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Rundumleuchte hinzuzufügen. Und zwar gibt es verschiedene Designs, einmal an der Seite, einmal vorne unten, einmal hinten. Da gibt es 7 verschiedene Versionen, wie ihr die Rundumleuchte befestigen wollt. Designfarbe kann geändert werden, das ist das, was hier weiß ist, dann kann man ihn komplett grün machen oder wieder zurück mit zumindest das Kabinendach und hier den Anschlussstutzen ist dann in der entsprechenden Designfarbe. Das Schneiderwerk kommt mit einem Gewicht von 1 Tonne, hat eine Arbeitsbreite von 4,2 Metern und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h und kostet 15.000 Euro. Hier gibt es den Halmteiler, der hinzugefügt werden kann, rechts und links. Oder eben ohne. Das sind die Optionen, die wir hierzu haben. Und natürlich zum Schluss noch den Hänger, wiegt 2,3 Tonnen und kostet 1500 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir haben alle drauf gewartet. Hier ist er, der TLX Phoenix Series von 82 Studio. Wenn wir beim anderen davon geredet haben, dass es keine Konfigurationsmöglichkeiten gibt, hier haben wir sie ohne Ende. Und zwar kommt, wie gesagt, dieser Mod von 82 Studio, Downloadgröße 87,87 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit einer Unzahl an verschiedenen Möglichkeiten. Zum ersten Mal mit drei Treckern, einmal der CMS, einmal den Cut und einmal den D60. Die unterscheiden sich in nichts, nur dass die Motorenhersteller einfach sich ändern. Aber von den Leistungen und so weiter, da ändert sich gar nichts. Daher schauen wir uns nur einen davon an. Da kommt standardmäßig mit 485 PS, hat eine manuelle Schaltung, eine Dieseltankfüllmenge von 400 Litern, Maximalgeschwindigkeit bei 80 km/h und wiegt 12,3 Tonnen. Der Preis in dieser Version 82.119 Euro. Hier haben wir verschiedene Aufbauversionen und zwar bei der Konfiguration können wir eine Erweiterung hinzufügen. Also bitte nicht erschrecken, dass es hier die Ladezeit ein bisschen länger dauert, je nachdem was er auswählt. Es ist halt sehr lastig. Gibt es die verschiedensten Möglichkeiten hier. Schlafkabine, Erweiterung, Schwelle und so weiter. Da gibt es unzählige Möglichkeiten rumspielen. Ich kann nicht alle durchgehen hier in dieser kurzen Mod-Vorstellung. Wahrscheinlich könnte ich ja dann auch zu einem späteren Zeitpunkt ein eingehendes Video nur über diese Mod machen. Es gilt zu beachten, es ist ganz wichtig und da muss ich einen Shoutout geben an den Robert, der uns darauf hingewiesen hat während des Livestreams und unsere Zweifel beseitigt hat. Falls ihr die Aufsatzanbauteile, die danach noch kommen, benutzen wollt, dann müsst ihr hier die Rigid X2 Version ändern oder auswählen. Ansonsten habt ihr hier einfach diese Aufliegekupplung für die Schlepper und Sattelschlepper Anhänger. Also hier den Rigid X2 auswählen, wollt ihr die Plattformen, die verfügbar sind, benutzen. Ja, ganz einfach. Wir gehen gleich ein bisschen weiter noch durch. Wir haben hier die Reifenhersteller, die gewählt werden können zwischen Phoenix, Trilex, Vintage, Wredestein, Continental und wieder zurück zu Phoenix. Dann Reifenvarianten gehe ich hier nicht durch. Es gibt eine Unzahl an verschiedensten Möglichkeiten hier. Das ist, ginge jetzt hier definitiv viel zu weit.
Dann gibt es hier Sonderausführungen. Da kann gewählt werden, wie die Lackierung sein soll oder auch wieder so ein Kombo-Paket. Hier also mit der Kupferausstattung, Silver B, Sat Bell und so weiter und so fort. Dann bei den Details kann hinzugefügt werden, Ausstattungsmerkmale oder Dekorationsobjekte, zum Teil auch eine Farbgebung, je nachdem, wie die Streifen angewendet werden sollen. Auch hier wieder unzählige Möglichkeiten. Ich gehe nicht alle im Detail durch. Dann kann bei der Beleuchtung können Seitenmarkierungen angebracht werden. Es können ein weißes Unterlicht, also Unterbodenlicht, hinzugefügt werden und so weiter. Auch hier wieder eine riesig große Anzahl an verschiedenen Möglichkeiten, wie die Beleuchtung konfiguriert wird. Dann bei den Stoßstangen, klar, ändert sich die Stoßstange und auch hier wieder gibt es eine unzählige Anzahl von Möglichkeiten, diese zu konfigurieren. Schutz mit Spiegel, auch hier gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Also es ginge hier definitiv zu weit, hier alle einzeln durchzugehen. Es gäbe hier wahrscheinlich tausende von verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten. Dann kann hier die Auspuffanlage geändert werden zwischen dem US-Stil mit einem oder doppeltem Auspuff. Dann gibt es die kanadische Version. Ja, diese beiden Grundversionen gibt es, worunter natürlich jede einzelne Version dann auch Untervisionen hat. Dann der Auspuff kann gewählt werden zwischen gerade serienmäßig und gerade mit Klappen und auch hier wieder ganz viele Möglichkeiten. Motorenausführung haben wir hier den Phoenix T9 von CAT mit 485 PS. Dann haben wir den T9 425 CAT. Der ist 585 PS stark. Dann haben wir die Variante mit 650 PS mit dem 525er CAT. Und dann haben wir den 525 Spec X CAT. Der hat dann wuppige 1100 PS. Hier, klar, selbstverständlich, die Hauptfarbe kann geändert werden. Dann die Zierstreifen, also hier in diesem Falle Vinyl genannt, werden entsprechend angepasst. Der Rahmen ist nochmal was anderes, also haben wir hier verschiedenste Möglichkeiten, hier diesen Truck zu personalisieren. Hier gibt es natürlich danach auch noch das Kennzeichen, das hinzugefügt werden kann. Wie gesagt, alle drei sind X-E-Core dieselben, außer natürlich dem Motor, aber die Motorisierung und die Stärke ist überall dasselbe. Des Weiteren gibt es hier jede Menge Sachen, die aufgelegt werden können und daher ist es wichtig, dass man hier dann die Rigid X2 Version benutzt. Einmal kommt der TLX Dumper, also es ist wie es sagt, ein Dumper, also ein Kipper. Da gibt die Konfiguration normal mit 21.820 Litern, einem Gewicht von 3 Tonnen und 4.500 Euro Preis. Dann Konfiguration hier kann eine Erweiterung auf 82.000 Litern hinzugefügt werden, auch wenn sich optisch nichts ändert. Auch hier wieder die Optionen der Beleuchtung, also Rundumleuchten, Standard und Rundumleuchte. Dann kann eine Abdeckung hinzugefügt werden. Die Hauptfarbe ist klar, betrifft den unteren Teil und die Designfarbe respektive Abdeckung spricht natürlich für sich selbst. Als nächstes haben wir den Tanker. Der kann auch aufgebaut werden, entweder als Tankwagen, als Gülleverteiler. Und zwar kann hier sogar noch das Design gewählt werden. Dann kann, zwischen Tankwagen und Gülleverteiler. Und zwar hat der Gülleverteiler ein Fassungsvolumen von 18,2 Kubikmetern und wiegt 3,5 Tonnen. Preis hier 4.500 Euro. Dann kommt der Forstbauaufbau. Und zwar mit einem Gewicht von 3,5 Tonnen und dem Preis von 2.500 Euro. Dann gibt es einen Anhängerrahmen, der kann auch natürlich entsprechend bereift werden mit allen Möglichkeiten, die wir vorher gesehen haben. Natürlich hier Farbe und Rahmenfarbe. Gewicht dieses Teiles ist 4.400 Kilogramm, also 4,4 Tonnen und kostet 2.500 Euro in der Basispreisausstattung. Optionen. Weiß zwar jetzt nicht, welche ich hier gewählt habe, würde dann das Ganze auf 5.500 Euro wachsen lassen. Dann haben wir den Dolly. Das ist klar, wofür der brauchbar ist. Natürlich zwar zum Ankoppeln der entsprechenden Aufladehänger.
So, und jetzt kommen die Sachen, die interessiert vor allem die Consoleros, also die Konsolenspieler. Das ist da tatsächlich hier einmal ein Ballenwagen, Autoload natürlich, Plattform, verlängerte Pritsche. Da gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten. Bordwände können hinzugefügt werden. Bordwände mit Heckklappe kann hinzugefügt werden. Und bei jeweils kann das Panel also ausgewählt werden, die Wand zwischen Metall und Holz. Bordwände mit Heckklappe, Bordwände mit Verlängerung und so weiter und so fort. Also die unterschiedlichsten Möglichkeiten haben wir hier. Des Weiteren haben wir hier auch die Möglichkeit, sogar noch einen Viehtransport-Konfiguration zu erstellen, wo man Details hinzufügen kann, ja oder nein. Und natürlich auch hier Holz oder Metall. So, und hier ist er. Der Autoload-Anhänger für alle Plattformen. Wow. Ich hätte es nicht gedacht, dass es tatsächlich kommt. Also diese TLX-Pritsche ist ein Autoload für Paletten für alle Plattformen. Das ist doch ein Game-Changer. Vor allem für die Consoleros. Das ist wunderbar zu sehen. Hervorragend. Viel Spaß damit. Und hier könnt ihr also sehen, gibt es verschiedenste andere Varianten, die noch zusammengestellt werden können. Daher, ich möchte es hier kurz halten. Wir werden danach oder zu einem späteren Zeitpunkt ein eingehendes Video in jedes einzelne dieser Teile machen. Einfach das Abo abholen, damit ihr dieses Video dann nicht verpasst. Kein Problem, wir gehen gleich zur nächsten Mod weiter. Und zwar ist die nächste neue Mod das Silowalzengewicht. Kommt von Hoffi, Downloadgröße 1,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Walze kommt mit einem Gewicht von 1,8 Tonnen, einer Arbeitsbreite von 2 Metern und kostet 7.500 Euro. Hier kann einiges konfiguriert werden, und zwar kann die Walzenfarbe geändert werden von Stahl zu Rot, Schwarz und zurück zu Stahl. Die Anbaurichtung kann natürlich geändert werden, entweder als Front- oder als Heckgewicht. Zusätzlich können noch Gewichte angebracht werden, und zwar einmal 150 Kilo, 300, 450 und 600 Kilo. Das Design der Walze kann geändert werden zwischen dem Metall, zwischen der Metallwalze oder eben den Reifen, die zusammengebaut sind. Hauptfarbe ist klar, betrifft den Hauptbestandteil des Gerätes und das Zusatzgewicht kann natürlich entsprechend farblich auch verändert werden. Der Massey Ferguson 5600 Series, also die nächste neue Mod, kommt von CNG Mods und KRKZ Modding. Downloadgröße 18,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt standardmäßig mit einer Leistung von 100 PS, 180 Liter Dieseltankfüllmenge, 25 Liter DEF, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit, 5,4 Tonnen und kostet 55.000 Euro. Diesem Kompakttraktor kann bei der Konfiguration hinzugefügt werden ein Frontgewicht von 610 Kilo oder eine Fronthydraulik. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch, dann kann das Dach geändert werden von einem Standarddach zu einem GPS-Empfänger oder einem Panoramadach. Die Motorenausführung haben wir die 5610er mit den angesprochenen 100 PS, dann haben wir die 11er mit 110 PS, die 12er mit 120 PS, die 13er mit 130 PS. Die Hauptfarbe kann geändert werden zwischen Rot, Schwarz, Silber, Grün, Weiß und Kommunal und die Designfarbe, was die Zierstreifen betrifft, entsprechend zwischen Rot, Schwarz, Silber, Grün, Weiß und Kommunal. Die Felgenfarben verstehen sich natürlich von selbst. Die haben wir hier zur Auswahl. Und natürlich kann auch hier das Kennzeichen hinzugefügt, respektive geändert werden. Wir kommen zum Pöttinger Synchro 3030. Und zwar kommt der von STV Modding. Downloadgröße 9,74 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar handelt es sich hier wieder einmal um einen Grubber mit der Arbeitsbreite von 3 Metern, wiegt 1,6 Tonnen, braucht 110 PS und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Grundpreis 16.000 Euro. Beim Design kann geändert werden, dass ein Aufbau hinten noch hinzukommt. Hier
oder Standard. Das ist die einzige Konfigurationsmöglichkeit in diesem Falle hier. Wir kommen zum Lizard S101 von Dutch Modding Incorporation. Downloadgröße 0,75 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Schiebeschild mit einem Gewicht von 850 kg und einer Arbeitsbreite von 2,2 Metern. Preis 2000 Euro. Hier kann die Hauptfarbe gewählt werden aus der Standardpalette. Hier kommen wir zu der nächsten neuen Mod und zwar ist dies der Marshall QM14 von John Deere 2450 und Maxxis. Downloadgröße 7,06 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Hänger mit einem Ladevolumen von standardmäßigen 18,4 Kubikmeter, wiegt 5 Tonnen und hat ein Preisschild von 27.500 Euro. Konfiguration gibt es verschiedene hier, kann eine Getreidetür hinzugebaut werden. Dann gibt es eine Silageseitenerweiterung und die gibt es auch noch mit der Getreidetür. Die Silagenseitenerweiterung erweitert das Volumen auf 33 Kubikmetern. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, BKT, Vredestein, Nukin und Lizard und sogar Trelleborg. Reifenvarianten lasse ich außen vor. Dann gibt es die Kotflügelkonfiguration und zwar einmal als verzinkter Kotflügel, einmal Schmutzfänger mit Farben, verzinkt und Schmutzfänger, keine Kotflügel und so weiter und so fort. Dann gibt es ein Lichtsetup, das kann geändert werden auf Standard 2. Das sind also hier diese Lichter hier. Einmal Standard zurück, einmal Standard normal, Standard 2. Dann gibt es die LED-Version und die LED-2-Version. Das sind die Variationen, die wir haben. Dann können vorne hinzugefügt werden einmal eine Seite farbig links, einmal rechts, einmal beidseitig oder die verzinkte Variante ebenso in diesen beiden oder drei Ausführungen. Des Weiteren können Rundumleuchten hinzugebaut werden. Ich habe allerdings gerade auf die Schnelle nicht herausgefunden, wo diese dann befestigt ist. Ach, die ist hier hinten. Das ist also die Rundumleuchte, Standard LED Rundumleuchte oder keine. Die Teilekonfiguration, da können wir festlegen, ob diese verzinkt oder farbig sind. Also das sind diese Teile vorne und hinten. Die Designfarbe betrifft die Struktur und ein paar andere kleinere Objekte. Und es ist verständlich, dass die Felgenfarbe natürlich die Felgen betrifft. Und eingangs habe ich gesagt, das wird ein Game Changer wahrscheinlich werden. Das Zucker-Rüben-Schnitzler-Pack kommt von Curato Farms, Downloadgröße 73 kb, in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Was dieser Mod macht, es nimmt alle normalen Standard-In-Game-Überladewagen und funktioniert die um. Und das ist jetzt das Geniale dabei, einen Überladewagen, der direkt überlädt von Zuckerrüben zu Zuckerrübenschnitzel. Wir laden hier rüber, da sehen wir gleich. Also wir haben geladen Zuckerrüben in unserem Hänger und was wir überladen sind Zuckerrübenschnitzel. Das ist bis jetzt die absolut schnellste Möglichkeit oder Art und Weise, die es gibt, Zuckerrübenschnitzel schmerzlos und schnell herzustellen. Das geht super schnell hier. 75, 2 Drittel. Jetzt kommt dann auch gleich schon die 90% und dann sind wir gleich fertig. Das hat jetzt nicht sehr lange gedauert und wir haben einen ganzen Hänger voll mit Zuckerrüben-Schnitzel. Direkt gemacht aus Zuckerrüben. Das wird das Spiel verändern, definitiv. Also ich glaube, man kann jetzt ein bisschen die Angst vor den Zuckerrüben verlieren, weil es nicht mehr so aufwendig ist. Hier ist die Lösung. Die nächste neue Mod sind die platzierbaren Parkplätze. Kommt von CookieCat, Downloadgröße 22,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Im Baumenü unter Dekorationen finden wir diese Parkplätze und zwar gibt es einmal den kleinen für 2, den kleinen für 4, einen kleinen anderen kleinen für 6 Fahrzeuge, dann gibt es noch 2 lange, für lange Fahrzeuge wie LKWs und mit Anhänger. Da gibt es die 4er Version und auch die 6er Version.
Die nächste neue Mod heißt Grastrocknung, kommt von FIP7, Downloadgröße 2,62 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und klar, das ist eine Produktionsstätte hier, eine Fabrik, da lädt man Gras hier rein und holt dann Heu hier raus. Ganz einfach, Heu, Gras rein und Heu raus. Könnte sogar günstiger sein als ein ganzes Equipment für die Graslandarbeit, das heißt Mäher, Quader, Wände und so weiter. All dies könnte teurer sein als die 55.000 Euro, die man hier eingänglich bezahlen muss. Mal gucken, ob die auch Ballen annehmen. Eine Grasballe, lassen wir hier mal Grasballen regnen und dann schauen wir, ob die auch gleich genommen wird. Ja, die wird genommen, hervorragend. Das heißt also, hier können hier sowohl Ballen wie auch das Gras entsprechend aus dem Ladewagen abladen. Geht auch mit Ballen hier perfekt, hervorragend. Das könnte einiges viel einfacher machen. Hervorragende neue Mod. Wir kommen zu den Maschinenhallen von DDEC 96, Downloadgröße 8,61 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wie der Name schon sagt, handelt sich es dabei um mehrere als eine Halle, das heißt ja Maschinenhallen. Da gibt es zum einen mal diese Halle hier, die ist drehbar und zwar zu 90 Grad. Kann man nicht anders drehen, nur so. Dann gibt es die Halle mit einer Tür, das ist die, die wir hingebaut haben, glaube ich. Und dann haben wir die Halle mit zwei Türen und zwar einmal hinten und einmal vorne. Diese Hallen sind riesengroß. Das sind also die Hallen hier. Und hier kann man natürlich auch entsprechend das Licht einschalten. Dieses Getreidesilo wird hier genannt DH-Silo, kommt von DH Modding. Downloadgröße 6,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Wenn ihr euch erinnert, DH Modding ist der, der die Estancia San Carlos herausgebracht hat. Also hier haben wir es definitiv mit einem brasilianisch angehauchten System zu tun. Das ist dieses hier. Natürlich zu finden unter Silos. Das ist dieses Teil hier. Kostenpunkt 300.000 Euro, hat aber ein Lade- und Erfüllvolumen von 5 Millionen Litern. Das waren die Mods von heute. Giants hat aber auch noch andere wichtige Informationen heute bekannt gegeben. Und sogar mit Datum. Das Precision Farming DLC wird ab dem 19. April verfügbar sein und zwar gratis im ModHub. Was ist Precision Farming? Also, es ist dies ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit dem Farming Simulator, also mit Giants, John Deere, der Universität in Reading, UK, der Universität von Hohenheim in Deutschland, der Gruppe AN in Spanien, dem Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Science, und zwar in Polen, von EIT und natürlich von der Europäischen Union zusammen entstanden ist. Und zwar geht es darum, hier die nachhaltigen Möglichkeiten in den Technologien zu zeigen, die möglich sind, um den ökologischen Fußabdruck zu verringern und entsprechend auch sinnvoller mit Ressourcen umzugehen. Hier werden wir vieles, vieles neu lernen müssen, wie wir den LS spielen. Das wird das ganze System verändern. Die Aussaat muss angepasst werden an einen Aussaatkalender, muss geändert werden. Man kann keine Monoturen mehr betreiben. Man muss Bodenproben in Betracht ziehen. Also die Bodenzusammensetzung spielt hier eine große Rolle. Es wird auch eine variable Menge geben, wie man die Aussaat ausbringt. Genauso wie die Unkrautbekämpfung oder auch die Düngung wird hier definitiv dann entsprechend variabel sein, entsprechend des Bodengehaltes oder der Bodenzusammensetzung des Landstückes, welches wir bewirtschaften werden. Es ist klar, dass dieses definitiv das ganze Konzept im LS verändern wird. Ich freue mich darauf. Wir werden auf jeden Fall nochmal ein eingehenderes Video darüber machen, also ein separates Video zum DLC, was am 19. April herauskommt. Das wurde auch heute noch von Giants bekannt gegeben, also immer sehr schön gegen Wochenende kommen diese Nachrichten raus. Ich möchte mich bedanken fürs Dabeisein, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich möchte mich
natürlich auch nochmal bedanken bei allen neuen Abonnenten, bei allen, die wirklich fleißig mitmachen bei unseren Livestreams. Macht doch auch mit, kommt vorbei, lasst das Abo da, damit ihr keinen weiteren Stream verpasst. Und gebt mir den Daumen, falls euch diese Inhalte gefallen. Es würde mich freuen, von euch auch einen Kommentar zu bekommen, zu wissen, welches euer Preferred Mod ist oder was ihr über zum Beispiel das Precision Farming denkt. Ich bin raus, ich bin der Mr. Bauer. Ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss und hasta luego.